Jo Leute, willkommen zurück zu Neptunia. Ja, ich habe mich dazu entschieden, das Spiel einfach nur Neptunia zu nennen. Und dieses Mal wird es nicht so lange dauern, der Part, wie das letzte Mal. Das war ja einfach nur der Einführungspart. Wir sind hier in dem Wald, wo Neptunia, ja, Neptun abgestürzt ist. Und mal gucken, wie wir das jetzt weitermachen. Ich habe ich habe jetzt alles einmal so eingestellt. Moment. Ich habe jetzt alles so eingestellt, dass es passen sollte. Okay. Wir heilen mal Neptun. Oh. Perfekt. Hey, das hat sogar geklappt. Ich bin ein wenig überrascht. Was tut dir denn leid? Also ein bisschen Japanisch kann ich auch. Und ich bin jetzt einfach dran gegangen mit klassisch. Ich habe das auf die Maus gelegt, alles. Die ganzen Befehle liegen jetzt einfach auf der Maus. Oh, da ist sogar ein Safe Spot. Cool. Moment, da kann man was sammeln. Können wir den Safe Spot jetzt nochmal verwenden? Ja, können wir. Perfekt. So, du kannst diese Cross-Combo. Versuchen wir es einfach mal. Wie awesome, ey. Soll die sich selber heilen? Nee. Heil mal bitte Neptun. First Aid! Ja. So, jetzt greifen wir aber einmal den mit beiden an. Weil die machen irgendwie nur... Moment. Item. HDD on. Keine Ahnung, was das heißt. Switch. Ne, keine Ahnung. Wir greifen einfach an. Ich wollte mal ein bisschen was rumgucken. Oh, da ist ein Event. Da unten. Moment, da ist eine Truhe. Ich weiß halt noch nicht, wie stark da unten das Event ist. So, einmal das. Ups. Okay. Power Edge. Und nochmal ein Breakhead. Okay. Wenn ich jetzt wüsste, was das alles für Sachen sind, die ich da raushaue. Commands. Combo Skills von ihr. Rush, Rush. Power 23. Attacke. Hit Count. Keine Ahnung. Können wir irgendwas Stärkeres nehmen?
Warum kann ich hier keinen Rapid Rush nehmen? Ah, weil das die sind, die noch übrig sind. Okay. Power Edge. Okay. Dann möchte ich hier... Okay. Okay. Was ist denn das? Achso, das ist der normale Angriff. Break Crush. A strong hit focused on reducing the foe's guard points. Ah, okay. Moment. Dann setze ich vorne die stärkeren Crushers hin. Und dann setze ich hinten... Weil er macht es hier vorne mehr... Moment. Geht das, dass ich... Weil dann ist es sinnvoller... Also entweder die haben ja Guard oder die haben Leben noch übrig. So, das heißt, ich brauche auf beiden Varianten immer nur einen, der entweder den die Guard runterzieht oder den dem richtig Schaden dealt. So, das heißt, im Grunde removen wir jetzt einmal kurz alles. So. Ich brauche also immer nur möglichst was Starkes. So. Entweder Rapid Rush, also viele Hits gegen, für halt Leben. Dritte nehmen wir dann einmal Power Slash. Würde ich sagen. Moment. Guard Damage. Okay. Keine Ahnung. Da möchte ich dann schon nur noch den Break Hit hinhaben. Und wenn er es dann noch nicht hat, möchte ich den Break Crush nochmal haben. Und hier, was nehmen wir hier denn hin? Wir können entweder den Rush nehmen. Ich würde sagen, der Rush ist dann ganz gut. Gut. Was ist denn Bonk? I will poke you a lot. Okay. Affinität, neutral. Kategorie, magischer Angriff, Hitcount. Guard Damage. Okay. 20 Punkte haben wir da noch übrig. Slap, Poison. I will fire a powerful poison. Cool. Da removen wir auch kurz einmal das hier, das hier, das hier, das hier. Da werde ich anfangen mit... Nee, Moment. Wir setzen hinten das Poison drauf. Dann setzen wir hier Feuer drauf. Dann da das. Physischer Angriff oder magischer Angriff? Das ist ein magischer Angriff. Dann möchte ich da bitte einen physischen Angriff drauf haben. Gut, dann habe ich nämlich hinten drei unterschiedliche. Physisch, magisch und Poison. Also ein Status. Finde ich gut. Was sind denn SP-Kill? Achso, das sind die. Ja, ja, okay. Step into a foe, Vincent. Ja, einfach starke Angriffe. Cool. Moment, das speichere ich eben ab. Komm her.
Einmal. Wir machen den als erstes kaputt. Dann Breaker Crush und dann. Der hat immer noch Guard Points, also machen wir da die Guard kaputt. Und dann nehmen wir. Ups, verdrückt. Nee, wir machen die hier fertig. Einmal. Dann sollte Feuer wahrscheinlich ziemlich effektiv sein. Und dann möchte ich die mal poisen. Weil ich möchte wissen, wie Poison funktioniert. Da kann man Rapid Rush nehmen. Und dann ist gut. Ups, Moment, erst angreifen. Dann. Step, step, step. Und. Gut. Da erst wieder angreifen und dann war es das schon. So, darauf habe ich gewartet, nämlich. Und dann machen wir da einmal das Event hier unten. Ganz nicht mal. Ich renne an euch vorbei. So, Event. We are here. This is wow, that's a huge hole right there. Does this make you remember anything? Bist du ein Pokémon? Weil sie jetzt bei Nacht doch mal herkommen möchte. Ja, Klugscheißer. Jetzt kommt's Pudding. Mein Gedächtnis. Das war klar. Das war das Knacken eines Astes. Ach du Scheiße. Ich sollte mal die Maus wegbewegen. Autsch. I didn't accept that they really changed the story. Was? Also, ich hab's jetzt verstanden, das ist ein Remake offensichtlich, was ich gerade spiele von dem Spiel. But it must be a metal to change into items with a king somewhere. Garantiert.
Kacke. Nix. Ja, okay. Ja. Es ist so bescheuert. Okay, das ist jetzt der Tome, oder? Ja, ich möchte immer noch wissen, wer das ist. ですが、いつものネプテューヌさんは女神化して女神化。ごめん、天の声さん。夢の中から妙に会話が噛み合わないと思っていましたが、まさかネプテューヌ。いや。困ったことにそうなんだ。けど、その女神化ですが、記憶喪失のネプテューヌさんに女神化ができるのでしょうか。 Okay. Okay. Ja, machen wir mal. Okay. Neptunus, anatani. Ja, jetzt sieht es auch wieder so aus wie vorher. You are glowing. Is this really me? Hi. Sorega. ネプテューヌさんの真の姿です。 ネプネプの姿が変わったです。 すごい。 体の中から力が溢れてくる。 待ってて、コンパ。 Ich würde gern erstmal das Monster sehen. 手加減はしないわ。 What the fuck? Einmal bitte. Das sieht schon geil aus, muss man ja echt sagen. Einmal Power Slash und einmal Rush. Ich wollte gerade sagen, einmal das durchziehen. Einmal Attack und einmal Memory Increase. 64 Megabyte? Was? Okay. New Record on Damage. Okay. Cool. Machen wir mal weiter. Well, that should do it. That was super nap nap. お疲れ様でした、ネプテューヌさん。コンパさん。はいです。ネプネプのおかげで怪我はないです。あね。ネプネプ。この声の人は。ああ、この声。天の声こと。イスト。イストワールです。Aha. Ich wollte gerade sagen. ご挨拶が遅れてしまいましたね、コンパさん。イースンさんですね。これはこれは、ご丁寧にありがとうござ。
Ja. Okay. Ich glaube kaum, dass er euch bis dahin verfolgt hat. まさかあそこまでダメージを与えてまだ生きているなんて。ああ、そうだ。ねえ、イーズン。さっき洞窟で。それは鍵のかけら。私に施された封印を解くための鍵の一つで。イーズンさん、封印されてるんですか？ああ、はい、です。4つの大陸に1つずつ隠されている鍵のかけらを集め。別にいいけど、今みたいなモンスターと戦わなくちゃいけないんだよね。 レベル0。とても危険な旅になるとは思います。お礼というわけではありませんが、封印を解いてくれれば記憶喪失を。本当？どの道？ネプチューヌさんには記憶を取り戻していただかなければいけませんし。それな。たとえ火の中でも水の中でも草の中でも私黙っちゃうよ。アルター。 私もお手伝いするです。記憶喪失のネプネプを一人にはできないです。ありがとう、コンパ。けど、学校はいいの？ Das ist auch so meine Frage. 学校ならモンスターさんのせいで休校中なので。ありがとうございます。お二人とも。あれあれ、イースの声がまた聞き取りづらくなってきたよ。鍵のかけらが持つエネルギーを媒体に話しかけていたのですが。 Aber mit anderen Worten, die ist irgendwie eingefangen irgendwo, wir befreien die und dann hilft sie uns, unser Gedächtnis wieder zu bekommen. Ich bin gespannt, ob das dann wirklich eine ist, die uns hilft oder ob die uns nachher in den Rücken fällt. Da bin ich mir noch nicht sicher. Aber sowas klingt immer so nach, ich fall dir nachher in den Rücken. Neptune and the other CPUs can use their SP to change forms. Okay, also kriegen wir auch die anderen CPUs. By sacrificing 20% of their max SP, Neptune and the others can activate their CPU forms. When hard drive Divinity HDD is on, the processor units activate and their powers are for stat boost. Okay, ja, also klassisch sowas wie Clothes Limit. I was going to do shopping for the trip, but do you want to come? お昼は外食にしようと思うでしょ。美味しいものが食べれるなら。おいしい。すごく都会って感じの街だね。プラネトゥーヌは4つの大陸の中でも一番発展している国ですよ。だからプリンっていう美味しい食べ物があるんだね。プリン。さ。 それはネプネプが知らなかっただけじゃん。まさか森の地下に実はそれだけじゃないんだ。あの中にはすごい数のモンスターが。ネット掲示板ではあの洞窟こそモンスターの巣なんじゃないかってもっぱらの噂だ。おいおい、マジかよ。それなら大発見じゃん。けど調査しようにも なかなか人手が足りないらしく、ギルドに仕事を出す。マジかよ。他の国は女神様が先頭に立って。ポンポン、ネプネプ、旅立つ前に、今の人たちが話してた洞窟の調査ってやつ。はいです。私たちでもプラネチューンのために。じゃあ今日は買い物やめてギルドってところにいいんですか？
Okay, gut. Also wir gehen mal irgendwie auf Höhlenforschung. The Remake System is a feature where you can use plants, which adds item, enemies, new games, systems and more. Okay. Obtaining plants will add the proper subjects which can be created through the plants obtained under the plants menu. Subject list under the plants menu can be created through of material obtained through the... Yeah, okay. Some plants can be toggled on off but cannot be toggled while in dungeons or may. Okay, also klassisch, was man so an Skills sonst hat wahrscheinlich. Plants and Subjects, also passive Abilities oder sowas. Confirm the plan. Okay, ja, also looten gehen. Damit wir den ganzen Mist kriegen. Gut, einmal. Menu. Achso, das ist dann auf einer anderen Taste. Bescheuert. Pläne. Haben wir gar keine? Da. Gehen die dann kaputt? Vor allem 64 Megabyte, was ist denn das? Healing Pot. Okay, da ist ein. Ich nehme einfach mal das Live-Fragment. Okay. Achso, Moment. Ach so. Nee. Hä? Ich verstehe es noch nicht so ganz. Items. Okay. Das habe ich verstanden. So. Informationen. Gucken wir uns später an. Erstmal zur Gilde zurück. So, this is a guild. Yes, you can get all sorts of work and missions here. Let's see, cave. This must be it. If you want to take care of an order. Ja, klar, die Krankenschwester geht auch nicht einfach auf Monsterjagd. Well, then. Okay. Quests can be taken at the guilds in each city. Yeah. We'll change the shares. Okay. Gut. Yeah. Bring back specific items. Quest limited only to the current chapter. New quest. Quest that was cleared in the past. Unlimited quest. Okay, also CH-Quests müssen wir so schnell wie möglich abschließen, weil ich möchte gerne alle machen. Clear quests with the brackets to proceed with the scenario. Okay. Und irgendwie müssen wir uns hochranken. Also müssen sowieso dann einige machen. So, Accept Quest. Und, The Law of a Hero.
Und die Dinger ziehen halt immer wieder die anderen runter. Die anderen Städte. Gut. Dann würde ich aber mal sagen, wir haben die halbe Stunde erreicht und das war's erstmal soweit von Neptunia. Und ist halt im Moment noch relativ viel Gequatsche, aber ich denke mal, das wird sich bald ändern, dass wir mal ein bisschen mehr Missionen machen. Ich denke mal, das wird hiermit jetzt anfangen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.